Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming zu Blood Bowl 2. Wir spielen immer noch in der NRF Official League, wie sie ja noch heißt. Wir spielen immer noch die Running Geckos, weil der nächste Patch einfach noch nicht rausgekommen ist. Wir warten also immer noch drauf, dass wir die Skaven spielen können. Und ich würde sagen, wir suchen uns einfach mal einen Gegner und schauen mal, was passiert. Es dürften ja nicht schon wieder Skaven sein eigentlich. Die hatten wir jetzt zweimal hintereinander. Also vielleicht Chaos oder Zwerge. Ich weiß es nicht. Ich wäre auf jeden Fall überrascht, wenn es was anderes werden würde. Und wir suchen nach einem Gegner und suchen und suchen und suchen. Unser Teamwert ist inzwischen ganz schön angestiegen. Auf 1650 schon. Ah, seht ihr, wir wollten ja noch. Gut, dass ich hier nochmal drauf gehe. Ach, wir haben schon 4 Team-Rerolls. Oh Gott. Den 5. wollte ich jetzt eigentlich auch nicht holen. Ach, was soll's. Besser als wenn das Geld rumliegt und bei uns zu Buche schlägt. Haben wir halt einen 5. Wir spielen gegen Chaos. Natürlich, was sonst? Und die sind auch nur ein bisschen stärker als wir. Er ist zum Kotzen. Ja. So, wir haben also 280.000 als Petty Cash. Ich würde sagen, ein Apotheker. Gönnen wir uns da. Und dann vielleicht noch einen zweiten. Und dann gönnen wir uns noch einen Bloodweiser Babe. Das kostet einen Magier. 150. Ja, gut. Ja, gönnen wir uns noch einen Bloodweiser Babe und dann gucken wir mal, was passiert. Ich meine, 1900er Chaos-Mannschaft, echt. Ich habe schon wieder genug von dem Spiel, ehrlich gesagt. Also, und deswegen spiele ich hier einfach noch nicht mit Skaven, weil Skaven sind empfindlich, die werden auseinandergenommen. Unsere Lizardmen auch, aber die verkraften es wenigstens ein bisschen besser. Und wenn wir mit Skaven einfach mit einem Anfängerteam gegen eine 1900er Chaos-Mannschaft spielen, Pustekuchen, können wir die Mannschaft hinterher sofort wieder wegwerfen. So, wen haben wir denn da? Mountains of Madness. Malfugor ist der Coach. Ja, sehr hübsch hier mit ihren Tentakelchen, also er scheint Tentakeln zu mögen. Die stören uns, glaube ich, gar nicht so sehr. Wir wollen den Ball natürlich zuerst bekommen. Das heißt, er muss aufstehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu gucken. Aha, Tackling und Tentakel hat er hier. Guard und eine Schere. Auch Guard, Tentakel. Das hat sein Minotaurus. Der hat Guard, Tentakel. Ach, der hat einfach alles. Ist natürlich schon wieder hervorragend hier. Guard, er hat auch Guard. Na, herrlich. Ja, auf der linken Seite können wir also durchbrechen. Achso, den Minotaurus zieht er zurück, okay. Ja, was hat er denn hier drüben noch? Also seine Guard-Leute hat er auf die rechte Seite gebracht. Die linke Seite relativ verwundbar dadurch im Moment noch. Auf der rechten Seite ist allerdings nur ein Typ. Das heißt, da könnten wir auch durchblitzen einfach. Aha, dann nimmt er also noch einen weg.
Tja, damit stellt sich jetzt natürlich die Frage. Ich denke, wenn wir durch die Mitte gehen, wenn wir ihn hier wegnehmen, okay, da stellt er jetzt doch noch einen hin. Mit Guard. Na gut, das bringt ihm nicht so viel. Ich denke, wenn wir hier durch die Mitte gehen, haben wir die besten Chancen eigentlich. Tatsächlich, überraschenderweise. Wie viel Platz brauchen wir denn hier? Wenn wir den, dann haben wir hier genau die eine Gasse, um uns durchzufädeln. Ja, könnte interessant werden. Wir schauen mal. So, wir stellen ihn mal hier hin. Dann hätte ich ihn gern mit jemandem mit Block getauscht. Ungefähr so, ja, das sieht gut aus. Dann stellen wir einfach hier und hier noch Jungs auf. Achso, die stellen wir natürlich direkt hier hinter. Beziehungsweise hier hinter. Er soll unser Läufer sein. Den stellen wir hier auf so einer Flügelposition so ein bisschen zum Schutz ab. Er darf hier mit reinlaufen auf jeden Fall. So, wo ist denn unser hier? Sehr gut. Ja, ich denke, das passt so. Wir schauen mal, was passiert. Quick Snap. Oh, wir dürfen uns schon bewegen. Sehr cool. Die Frage ist, möchte ich mich hier bewegen irgendwie? Vielleicht. Er möchte sich auf jeden Fall bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 würde bis dahin kommen. Okay. Das heißt, wir können ihn hier auf jeden Fall nach vorne bewegen. Die beiden hier werden als Ballbewacher fungieren gleich, falls der Ball da irgendwie Unsinn macht. Okay, da landet der Ball. Ja, ich hoffe, das haut hin, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Okay, also. Die Jungs dürfen hier den Ball bewachen. So, und dann fangen wir hier vorne mit der Linie an. Und zwar darf er anfangen. Es ist schon wieder so lächerlich, herrlich. Ja, gut, wir schubsen ihn hier also einfach eins zur Seite. Folgen dann hier. Ungefähr so, genau. Achso, ich hätte gar nicht folgen sollen. Nein, war falsch, war dumm. Ist egal. So, er darf ihn jetzt also legen hier. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht schubse ihn auch einfach noch ein bisschen. Ja, wir bleiben hier mal. So, und dann fangen wir von hier an. Legen den Typen einfach nach hinten weg. Bleiben hier. So, und jetzt kommt es darauf an, ob wir diesen Ball aufheben und übergeben können. Ernsthaft? Oh.
Ja, so viel also zu unserem brillanten Plan. Zum Glück hat er nur zwei Attacken gegen uns, ne? Nämlich einmal hier drüben und dann den Blitz. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schrecklich. Also ein total verkackter erster Spielzug hier. Darum läuft er uns, ne? Da, dass wir hier den Skinks nicht zur Hilfe kommen können. Oder will er uns blitzen? Ah, wahrscheinlich will er uns mit einem Tiermenschen blitzen. Hier wahrscheinlich so rein, ne? Da hat er uns schon mal effektiv vom Ball getrennt. Autschi! Ist natürlich jetzt blöd für ihn. Und dann natürlich den Reroll. Haut auch hin. Das ist eine Katastrophe. Ganz ehrlich, dass unsere Skinks es nicht schaffen, da den Ball aufzuheben. Das kann es einfach nicht sein. Mach ruhig was, der Reroll ist ja schon weg. Er schafft es, okay, cool. Gut für ihn. Ja, unser Problem ist natürlich, da steht jetzt ein Typ direkt neben dem Ball. Der hat nur Stärke 3, okay, aber... Und damit irgendwas ran. Ja, wir kommen da ran. Ist schon mal gut, hat er Block? Natürlich hat er Block. Was? Oh, ernsthaft? So kann man... Doppel 1! Nein! Einfach nur nein, ey. Ganz ehrlich, das kann es nicht sein schon wieder. Ja, jetzt hat das natürlich überhaupt nicht eilig, hier den Touchdown zu machen, ne? Und stellt hier in alle Ruhe meine Skinks. Und klar, warum auch nicht, dann wird er die zu Brei hauen und so weiter und so fort. Ey, Spiel, ganz ehrlich. Kotzt mich schon wieder an. Ja, den Touchdown können wir so gut wie nicht mehr verhindern, auf jeden Fall. Ist leider einfach so. Der hier Guard, ne, der hat keinen Guard, das ist schon mal gut für uns. Das heißt, wir können hier einfach versuchen reinzublitzen. Ja, das bringt ihm gar nichts. Nimmt den Reroll, bringt ihm genauso wenig.
Ja, versucht er, unseren Saurus zu zermanschen. Gelingt ihm nicht. Er hat Frenzy, zum Glück. Das heißt, er darf nochmal und dann... Aha, das ist unser Dodge-Saurus. Sehr gut. Ja, wenn er klug ist, stellt er einen Typen hier ran. War das nur bedingt klug. Er dodgt da raus, okay. Drückt unseren Saurus da weg, ja, wenn er meint, okay. Das bringt ihm ehrlich gesagt nicht so wirklich viel. Aber gut. So, unsere erste Aktion muss natürlich die hier sein. Läuft. Wir folgen natürlich einfach nur, damit wir hier jemanden am Beiträger zu stehen haben. Ja. Da können wir uns jetzt mal Gedanken machen. So ein bisschen. Ah, den Blitz haben wir schon weg, ne? Den Blitz haben wir weg, okay. Ja, da kommen wir nicht so einfach ran, okay. Ja, er ist jetzt doof, okay, sehr gut. Exzellentes Timing von ihm. Gefällt mir. So, wir verschieben uns natürlich trotzdem nach hinten. So, dann fangen wir hier mit dem Fünfer an. Schubsen den Typen. Natürlich, was sonst. Wir schubsen hier auch noch ein bisschen. Wieso ist das nur ein Würfel? Ach so, weil wir hier neben ihm stehen, natürlich. Legen den Typen. Da folgen wir einfach mal unauffällig. So, und dann nehmen wir hier noch den wunderbaren Zwei-Würfel-Block. So, der hätte sich ruhig ein bisschen wehtun können da beim Hinfallen, finde ich. Das ist auch ein Würfel-Block, dann nehmen wir den doch direkt. Und da haben wir hier nämlich noch einen Skink an ihm dran zu stehen, sehr gut. Das sind zwei rote Würfel. Ja, was machen wir mit ihm hier? Interessante Frage. Wir lassen ihn vielleicht einfach so stehen. Ja, 42% Tentakel. Nee, nee, machen wir mal nicht. Ja, Katastrophe, schon wieder, wie das Spiel hier losgeht, auf jeden Fall. Und es wird nur noch schlimmer. Da zum Beispiel. Der Skink steht so schnell nicht mehr auf. Aber so lange bleibt er da auch nicht liegen, ist okay. Hier kann er nur schubsen. In Richtung Rand, natürlich. Da geht er gegen den Saurus, das klappt auch hervorragend. Und schon hat er seinen Beiträger wieder frei. Er baut sich da gerade ein bisschen selbst den Weg. Gestunt. Okay, also bisher nur Stunts, das ist okay für uns. Sein Minotaurus hat keinen Bock, wie es aussieht. Ja, da kann er nur schubsen.
Und hier bringt er jetzt meinen Skink nach draußen ohne Probleme. Wow. Ja, dafür haben wir das Blattweiser-Belt gekauft am Anfang. Ach Leute, ganz ehrlich. Ja, der kann draußen bleiben, das ist okay. Doppel-K.O. So unnötig. Und da macht er direkt den Touchdown. Okay, das finde ich nett von ihm. Da haben wir wenigstens noch eine Chance zu kontern. Ach Leute, ey, ganz ehrlich. Das Spiel schon wieder. Ja. Ja, es ist natürlich schwierig, wenn unsere Skinks zu dumm sind, den Ball aufzuheben, hier irgendwas zu machen. Und deswegen freue ich mich schon auf die Skaven, ehrlich gesagt. Weil die da natürlich ein bisschen geschickter sind im Durchschnitt. So, er darf hier die Mitte übernehmen. Chaos ist nicht ganz so schnell, ne? Ne, da müssen wir uns also nicht allzu viele Gedanken machen gerade. Das hier dürfte schon auf Gold sein. Ne, ist er nicht. ZK übernimmt hier die linke Seite. Sehr cool. So, und jetzt die interessante Frage, lassen wir die Leute über die Flügel einfach kommen oder nicht? Ich denke, wir können die schon da ruhig kommen lassen, so ein bisschen. Das dürfte uns nicht allzu doll wehtun. Und zwar offensiv Skinks postieren wir einfach hier so ein bisschen in. Und die Defensiv-Skinks so ein bisschen dahinter. Und dann gucken wir mal, wie er spielen möchte. Also wir lassen es jetzt ganz ein bisschen eng hier. Weil er nicht schnell ist und keine guten Passspielzüge wahrscheinlich zustande bringt. Ach, wir bekommen den Ball. Ah, ich habe falsch aufgestellt. Na gut. Ich habe komplett falsch aufgestellt. Ehrlich. So, dann versuchen wir heute zuerst mal den Ball zu nehmen. 83%, ne? Und wir haben es einfach verkackt beim letzten Mal. Okay, heute klappt es. So, dann rennen wir damit in diese Pocket hier rein. Wir machen die Ballübergabe. Die heute auch funktioniert, ausnahmsweise. Cool. So, und dann gucken wir mal, wo wir hier durchgehen. Ja, vielleicht auf der linken Seite. Mhm, linke Seite sieht gut aus. Dann machen wir uns einfach ein bisschen Platz. Ah, viel besser, viel besser. Wir folgen dann da rein. Und der muss zu Boden gehen. Der muss zu Boden gehen, habe ich gesagt. Na gut, dann schubsen wir den einfach weg, folgen und bleiben noch eine Runde hier stehen. Bauen hier einen schönen Käfig mit Screen und so weiter allem auf. Hier können wir noch ein bisschen schubsen, wenn wir da Bock drauf haben. Müssen wir mal gucken. Wo stellen wir den denn am besten hin? Ja, vielleicht hier.
So, dann können wir ihn nämlich direkt hier hinterstellen, irgendwie so. Aber wir lassen ihn noch einen Schritt nach vorne machen. Ziehen ihn nach hier hinten, um den Käfig zuzumachen. Haben jetzt hier auf der Seite noch einen Spieler. Den Skink stellen wir einfach hier hin. Den anderen Skink stellen wir hier rein, damit da auch keiner durchkommt. Dann nehmen wir hier den einen Würfel, würde ich sagen. Wenn wir den nur wegschubsen, dann ist es okay. Das ist eine Attacke weniger, die er gegen uns hat. So, wenn er die Jungs jetzt alle darüber zieht, dann bin ich damit einverstanden, muss ich sagen. Oh, er hat verkackt. Sehr gut, finde ich gut. Der Reroll hat auch nicht gezogen, weil er Loner ist. Und damit haben wir jetzt hier eine schöne Lücke eigentlich auf der rechten Seite. Da müssen wir mal gucken, ob wir da durchschlüpfen können irgendwie. Ne? Wir haben ja hier noch 4 freie Spieler im Moment. Ja, mal sehen, was er sich ja noch einfallen lässt. Ja, der überlebt ja nicht lange, der Typ. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt gerade durchbrechen können, geradezu. Oder ob wir tatsächlich nach rechts ausweichen. Okay, er stellt die Jungs zu. Also er versucht uns ja erstmal festzunageln für den Moment. Da verlagert er auf die linke Seite den anderen Beastman bitte auch. Links, links, links. Ja. Sehr gut. Okay, cool. Hier ist nämlich noch unser Agility 4 Player. Der schafft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bis hierhin würde der es schaffen. Ist nicht weit genug, glaube ich, ne? 2, 3, 4, 5. Nee, aber wenn wir die hier legen können, dann sind wir da durch quasi auf der Seite. Wir versuchen das mal. Achso, da müssen wir raus dodgen, okay. Da müssen wir erstmal den Typen hier erledigen. Und den schieben wir einfach nach hier drüben, folgen da. Er liegt da, sehr schön. So, dann spielen wir hier eine kleine Ballübergabe. 83% Catch, wir haben noch einen Reroll, wir haben noch einen Reroll. Alles cool, alles cool. Okay. Dann können wir ihn nämlich hier einfach loslaufen lassen. Vielleicht kommt denn er. Was? Ich würde ihn gerne sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Der hier, ne? Der hier ist der, der uns stört. Da müssen wir zusehen, dass wir da irgendwie rankommen.
Boah. Sieht schlimm aus. Sieht ultra schlimm aus. Wir können hier aber versuchen, ein kleines bisschen noch zu garden. Ja, ungefähr so. Wie weit kommen wir hier? Nicht so weit. Ah, die haben beide Diving Tackle, was ganz cool für uns ist. Und dann legen wir den Typen einfach. Folgen. Ziehen den Typen hier auch noch rum. Naja, haben wir nicht mal geschafft. Schade. Das sieht ganz gut aus. Da könnten wir tatsächlich durchkommen. Mal gucken. Oh! Oh, tut nicht weh. Okay, läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Wir sind da in Reichweite. Ja, er möchte uns jetzt offensichtlich wehtun, so ein bisschen. Verletzt! Na gut, dafür haben wir unsere drei Apotheker. Ja, ich nehme jetzt mal einen davon. Ja, das nehmen wir. Hört sich gut an. So, und er hat tatsächlich keinen Spieler, der da rankommt an unseren Skink. Finde ich sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allerdings können wir uns da nicht so viel Zeit lassen. Was? Der kommt ran? Der kommt ran? Nein, der kommt ran. Mein Gott, warum? Na. Damage und wir haben keinen Sidestep. Hm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den natürlich ja, Doppel-K.O., keine Ahnung was das ist. Hätte ich den natürlich lieber ein bisschen dichter reingezogen, aber wir haben hier Skinks zu stehen, was natürlich cool ist. Er wird jetzt versuchen, den Ball aufzuheben. Wir sind ja quasi schon so gut wie an ihm dran. Klebenderweise. Oh, da stellt er unseren Skink zu, okay. Ja, genau, der nimmt den Ball auf, ganz klar. Na gut, jetzt wird es ja interessant. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen schummeln können. Ja, ist okay. Wir schieben ihn einfach hier hin. Ihn hier hin. Und dann folgen wir. So, dann legen wir den Typen hier einfach nochmal. Das hat ja beim letzten Mal auch schon ganz gut geklappt. Da können wir folgen. Sehr schön. So, und jetzt machen wir wieder was man eigentlich nicht macht. Ne? Er wird hier den... Blitz ausführen, oder? Ja, wird er. Ja, muss er. Perfekt. Dann folgen wir da raus. Stellen uns hier direkt an seinen Beiträger ran.
Skink hat Diving Tackle, sehr gut. Das heißt, den ziehen wir da einfach nach. So, und dann gucken wir mal, was wir hier noch Schreckliches anrichten werden. Gott, er ist hier vollkommen umstellt. Ja, wir versuchen mal von dem Minotaurus gleich wegzukommen, so ein bisschen. Stellen uns hier mit ran. Ziehen den Skink noch hier rum. Den Skink lassen wir mal gerade hier stehen. Dann nehmen wir hier diesen. Ja, läuft. Oh, super Würfe, alles beides. So, das wird interessant. Er kann ja jetzt nur gleich einen von den beiden Spielern eliminieren. Also den Kroxugor und den Skink. Ja, beziehungsweise den Kroxugor oder den Skink. Zieh die ruhig alle da weg, das ist okay. Dann stehen nämlich meine Sauri hier nächste Runde auf. Einer davon hat Stärke 5 und dann wird der Minotaurus unter Umständen direkt platt gemacht. Ah, okay, oder er macht es so. Interessant. Au, da stolpern wir. Ist doch nicht schön. Und ein Rüstungsdurchschlag, na herrlich. Das heißt, der steht nächste Runde leider nicht auf, was unsere Pläne natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Ja, und jetzt umstellen die da meinen Armclan-Skin. Um die nächste Runde voll fertig zu machen. Oder diese Runde noch mit dem Ballträger. Das kann man natürlich schon mal machen mit einem 3-Punkte-Block. 3-Würfel-Block natürlich. Leute, dieses Spiel läuft schon wieder so gut. Das ist unglaublich. Yay, macht meine Skinks alle kaputt, das ist kein Problem. Super. So, wie weit können wir denn laufen? Los geht's. Wie viele Runden hat er noch? Er hat noch 2 Spielzüge, das heißt, er schafft wahrscheinlich keinen Touchdown mehr, wenn er nicht irgendeinen Wurf hier zustande bringt. Hat er hier irgendjemanden dabei, der wertvoll ist? Den hier vielleicht. Ja, ist schon Going Void. Ja, super. Na gut, dann blitzen wir ihm wenigstens hier seinen Chaoskrieger weg. Die kosten ja auch ein bisschen was. Ja, oh, so effektiv, ne? Herrlich, ich freue mich. So, du stehst auf. Ein Würfel. Ja, was? Minuswürfel? Oh mein Gott. Was ist da los? Na gut, dann eben du. Ja, Perl. Also so sieht es nämlich aus. Na, da folgen wir direkt mal. Dann passiert nichts. Gut für ihn. Der Typ liegt da auch sehr gut.
dann bewegen wir hier wenigstens noch unseren Skinquake oder versuchen es zumindest. Wie sieht es denn hier aus? Na gut, den müssen wir nicht unbedingt aufstehen lassen. Bewegen ihn einfach hier weg, ein Feld. Ah, Tentakel, okay, der bleibt liegen. Ja, versucht mein Skink echt mit seinem Minotaurus zu blitzen. Schafft es auch. Freue ich mich. Es ist doch. Sidestep, ja, was weiß ich, wo soll ich schon hin? Er schafft auf jeden Fall keinen Touchdown mehr, denke ich. Und er wird da gleich zusehen, dass er von meinem Coxigor wegkommt, vermute ich mal. Ja, zumindest so halb. Okay, und jetzt möchte er laufen. Na bitte. Ja, da läuft er tatsächlich los. Er will mein Skink faulen, ernsthaft. Ja, der Skink hier, der wird es dann irgendwie reißen müssen, denke ich. 1, 2, 3, 3, 4, 5, der kommt da auch perfekt hin. Er blockt hier nicht. Nee. Oh, da hat er gar keinen Reroll genommen. Okay, cool. Damit hat er unseren Skink hier automatisch freigelassen quasi. Das finde ich sehr gut von ihm. Sehr anständig. Den können wir jetzt nämlich direkt hier hinbuxieren. Ja. Ich würde sagen, Base Contact. So, dann kloppen wir noch den Typen hier weg. Ja, Reroll, was soll's. Ich meine, das ist sowieso unser letzter Spielzug hier. So, und dann kann er nämlich hier noch nach vorne. Ah, wir hätten blitzen können. Nein, ich hätte blitzen sollen. Warum habe ich nicht geblitzt? Wir hatten unseren Blitzer noch frei. Ach, Crap. Hab ich verkackt. Eindeutig. Er muss hier nicht aufstehen. Unser Croxigor kann auch nichts mehr reißen. 28%. Aber den können wir auch nicht von hinten blitzen, ne? Nee, ist nicht. Ja, wir versuchen es einfach mal gleich, eventuell mal gucken. Ja, ganz ehrlich, Leute, da hätte ich gerade blitzen müssen. Habe ich verkackt. Ja, crap. Crap, crap, crap. Passiert. Lauf! Ja, festgesaugt, okay.
Ja, und damit kann er natürlich super einfach hier nach außen ausweichen, ne? Ich meine, hier ist zwar unser einer Skink dran, aber es reicht halt irgendwie auch nicht. Ja, ich hätte ihn echt blitzen sollen, Mann. Ey, das ärgert mich, dass ich das irgendwie übersehen habe. Scheiße. Naja, was soll's. Ist jetzt halt so. Ja, der ist nicht weggekommen, ist jetzt dafür K.O. Passiert halt. Ja, braucht man keine Apotheker nehmen. Passt schon. Was gibt's hier? Einmal schubsen, okay. Ach ne, er hat Block, okay. Dafür benutzt er einen Blitz, okay. Ich dachte, er haut mit. Na gut. So, und jetzt geht er 83%. 83%? Er hat doch nur Agility 3. Wieso bekommt er da 83% Dodge? Ach so, weil es ein freies Feld ist, ja. Und ach, er hat zwei Köpfe. Ja, deswegen. Ja, der zweite Touchdown. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich ja so. Ja, das war's für heute, Jungs und Mädels. Morgen früh um 6 geht's dann weiter mit der zweiten Halbzeit. Da gucken wir mal, ob wir noch irgendwas reißen können. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall einen super angenehmen Tag. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.